Hallo miteinander, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es ein bisschen mehr um die Schwungtechnik. Was wäre denn optimal, um sich mit einem Golfschläger in Raum und Zeit zu bewegen, so dass der Körper nicht zu Schaden kommt? Ich habe hier ein selber gebasteltes Trainingstool, das ist ein Golfgriff mit einem Gummiband und unten habe ich einen Gummiball hingemacht, wo, wenn ich den schwinge, der sich aufgrund der Fliehkraft das Gummiband dann ziehen wird. Und die Übung, welche mir hier hilft zu verstehen, was für meinen Körper das gesündeste ist, erlebe ich mit diesem Trainingsgerät. Jetzt, man nimmt das ganz normal in die Hände, macht seinen Golfgriff und versucht hier mal zu bewegen. Jetzt, wenn man es falsch macht, dann seht ihr, also wenn ich hier ziehen würde, dann geht die Kugel hier rechts weg und man sieht, wenn ich jetzt hier das Video langsam laufen lasse, dass sich der Golfball für mich nach rechts weg bewegen würde, was einen Slice verursachen würde. Jetzt, wenn ich hier zu fest in to out trainieren würde, so, dann seht ihr auch, dass meine Körperhaltung hier und die Bewegung, wenn ich hier da durchgehe, dass das sehr stark in das Kreuz geht und auch hier die Hände dann die Schwungbahn kompensieren müssten, um den Ball wieder zurückzubringen Richtung mein Ziel. Jetzt, beide Bewegungen könnten hilfreich sein auf dem Golfplatz, um den Ball um Hindernisse wie Bäume oder Wasser oder Bunker spielen zu können, ohne darüber zu müssen. Aber wenn wir ja geradeaus spielen möchten, was die meisten von euch ja wollen, dann wäre hier eine optimale Golfbewegung die folgende. Jetzt, wenn ich zu schnell anziehe, dann seht ihr, bekomme ich nicht die volle Geschwindigkeit auf den Ball übertragen, sondern erst wenn sich das Gummiband Richtung Ziel mit der Kugel hier bewegt, bekomme ich auch das Feedback, was ich mit meinem Körper machen muss, auch was das Timing, die Sequenzen des Schwungablaufs betrifft, vermittelt, was wiederum, wenn ich dann einen Golfschläger in die Hand nehme, ich dann versuchen kann zu reproduzieren. Jetzt, die meisten wollen mit der Hüfte zum Beispiel vorausgehen, das würde dann so aussehen. Und von der Geschwindigkeit, wenn ich das so schnell wie möglich machen würde, wäre ich nicht so schnell, als wenn ich es hier einfach aus den Armen generieren würde. Jetzt das Ganze noch so betrachtet, würde ich das mit der Hüfte zuerst machen. Dann seht ihr auch, die Bewegung geht sehr stark in den Rücken. Und eine einfachere Bewegung wäre hier, einfach nur die Arme zu benutzen, was mehr Geschwindigkeit gibt. Und wenn ich diese noch Richtung Ziel mache, dann habe ich hier die beste und die gesündeste Form aus meiner Sicht, wie man einen Golfschläger schwingen sollte. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann spürt man, welche Teile man für den Rückschwung und im Abschwung benötigt, um die größtmöglichste Energie oder Geschwindigkeit produzieren zu können und die Energie auch hier unten an den Ball bringen zu können. So, jetzt stimmt der Satz. Und wenn ich dann das tausche gegen einen Golfschläger, dann sieht das hier wie folgt aus. Und wenn ich das Ganze noch gegen die Kamera mache, dann habe ich hier die Bewegung so. Und das Trainingstool ist eigentlich dazu da, mir zu vermitteln, was ich spüren sollte, wie ich den Golfschwung ausführen sollte, dass, wenn ich dann das Werkzeug Golfschläger in die Hand nehme, das Gefühl nachahmen kann. Jetzt, meistens meint man zu wissen, was man machen sollte. Deshalb ist es ratsam, zwei-, dreimal das zu trainieren, dann einen Golfschläger zu nehmen, das Gleiche zu machen, wieder das Trainingstool zu benutzen und dann schauen, stimmen die beiden Bewegungen miteinander überein. Wenn das der Fall ist, dann hast du am heutigen Tag, wo du trainierst, genau das richtige Feedback, was du benötigst, um dich korrekterweise weiterzubilden, ohne dass der Kopf denkt oder meint zu wissen, wie es sein sollte.
Gut, heute etwas ein bisschen längeres Video, wie ich finde, dass man einen Golfschläger oder die Werkzeuge, die wir haben, schwingen sollten, um möglichst gesund und lange dies tun zu können und konstant zu sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ihr alle wollt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal, damit du weitere Videos, wenn ich sie hochlade, darüber informiert wirst. Bedanke mich für einen Like. Leite es an deinen Freunden weiter, der du denkst, ja, dieser Tipp würde wohl helfen, damit er sich auch verbessern kann. Bedanke mich schon mal dafür und wünsche dir viel Spaß beim Üben. Ich werde mal schauen, ob ich diese Sachen vielleicht mengenmäßig so produzieren kann, dass man so etwas auch bei mir auf der Webseite www.fitforpaar.ca bestellen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.